Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich möchte heute einen zweiten Reichweitentest mit der Trittbretthilde machen. Ja, beim ersten Test, da bin ich knapp über 35 Kilometer weit gekommen und das war ja nicht ganz so das, was man sich vorstellt. Jetzt will ich mal gucken, wie es beim zweiten Mal aussieht. Ich habe hier von Trittbrett diese Halterung bekommen. Das ist eine Clickfix-Halterung für Rucksäcke. Die kann man hier ganz schön vorne raufstellen und man kann das System hier einfach lösen, indem man hier drückt. Und dann ist das Ganze ab. Und wenn man das Ganze wieder befestigen will, legt man das einfach hier rein und dann klappt das automatisch ein. Ja, das Ganze habe ich mir für ein Projekt geben lassen. Und zwar möchte ich mit der Hilde einmal die Insel Fehmarn umrunden. Wir werden heute einmal durch Bonn fahren. Da ist ein bisschen mehr Steigung als bei meinem letzten Reichweitentest. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, wir fahren los. Ja, die Route, die ich geplant habe, ja. Ich sehe gerade, wir fahren falsch. Der mag lieber eine andere Strecke fahren. Na gut, dann machen wir das. Ja, die Route, die ich geplant habe, sind ca. 32 Kilometer, ein bisschen mehr. Wie gesagt, beim letzten Mal bin ich 35 Kilometer mit der Hilde gekommen. Dann sollten 32 ja auf jeden Fall klappen. Wir fahren erstmal nach Bonn und danach durch die Siegau. Ja, seit dem 1.3. sind in Bonn den öffentlichen Verkehrsmitteln keine E-Scooter mehr erlaubt. Weder in Bahnen noch in Bussen. Ich habe mich vorhin mal ein bisschen eingelesen in das Thema. Es gab einen Vorfall in London, da ist in einer Tube, also einer U-Bahn, ein E-Scooter, der hat da Feuer gefangen. Und ja, bei diesen U-Bahnen, das weiß ich noch aus Berlin, ist es so, die halten erst in der nächsten Station an, wenn man da die Notbremse drückt. Und das kann schon mal 1, 2, 3 Minuten dauern, bis die nächste Station da ist. Und in 1, 2, 3 Minuten kann so ein brennender Lithium-Ionen-Akku schon sehr viel Rauch erzeugen. Und bis dann die Leute raus sind, das kann auch dauern. Ja, daraufhin hat sich der Verein der Verkehrsdienstleister oder der deutschen Verkehrsdienstleister oder so zusammengesetzt. Und hat jetzt beschlossen, dass E-Scooter in Bahnen nicht erlaubt sind. Und hat das als Empfehlung rausgegeben an die ganzen Verkehrsunternehmen. Ja, und die Betreiber, die können jetzt entscheiden, ob sie der Empfehlung folgen oder ob sie dies eben nicht tun. Und in Düsseldorf, aber auch in Bonn, die Betreiber, die haben entschieden, dass E-Scooter nicht nur in Bahnen, sondern in sämtlichen Verkehrsmitteln von denen nicht mehr zugelassen sind. Das betrifft nur E-Scooter, E-Bikes sind weiterhin zugelassen, Krankenfahrstühle und ähnliches natürlich auch. Ja, das ist natürlich ganz toll für so ein letzte Meile-Gerät. Gut, jetzt nicht unbedingt die Hilde, aber es gibt ja auch kleinere Scooter, die sicherlich von vielen Menschen angeschafft wurden, um die letzte Meile zurückzulegen, wenn sie die jetzt nicht mehr mitnehmen dürfen. Ja, die Begründung, dass da was passieren kann, ist nachvollziehbar. Das kann natürlich auch zu Hause passieren. Die Begründung wird dann allerdings weiter fortgeführt, dass bei E-Scootern geringere Sicherheitskriterien von den Herstellern beachtet werden als bei anderen Geräten wie E-Bikes und so. Das halte ich für totalen Blödsinn. Es gibt keine Sicherheitskriterien, an die man sich da halten könnte. Es gibt da keine Vorgaben, die man da einhalten könnte.
Ja, es gab auch keinen Vorfall in Deutschland, wo ein E-Scooter in einem öffentlichen Verkehrsmittel abgebrannt wäre. Aber ich sag mal, ich halte es für nachvollziehbar, dass man präventiv so entscheidet. Nur halt das einzuschrecken auf E-Scooter, das ist nicht nachvollziehbar. Und der Oberwitz sind, glaube ich, E-Scooter-Verbote in Elektrobussen, die letztendlich auch mit Lithium-Ionen-Akkus funktionieren. Ja, die Fahrradfahrer sind nicht betroffen, zumindest so lange, bis ein Fahrradakku in Bus und Bahn irgendwo abbrennt. Was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, dass das passieren wird. Das Problem ist einfach, dass hohe Energiemengen in einem sehr kleinen Objekt gespeichert werden. Das ist technisch schwer zu handhaben. Ja, eine Lösung habe ich natürlich auch nicht. Ich finde nur das Vorgehen, das auf eine Fahrzeugkategorie zu beschränken und somit die Personen zu benachteiligen, die das benutzen, nicht in Ordnung. Ja, die einzige Lösung wird sein, dass die Hersteller irgendeinen Standard erfinden, nachdem sie sich zertifizieren lassen. Und wer dann dieses Zertifikat hat, der darf wieder in Bus und Bahn rein. Bis dahin ist ein langer Weg. Das wird bestimmt mindestens ein Jahr dauern, bis man seinen E-Scooter wieder in öffentliche Verkehrsmittel mitnehmen darf. Bei der Deutschen Bahn gibt es bisher diese Beschränkung noch nicht. Ja, wir sind inzwischen auf dem Weg nach Bonn. Vorne an der Ampel. Da ist die Autobahn, da fahren wir drunter durch. Und dann geht's weiter. Über die Nordbrücke, auf die andere Rheinseite. Dann fahren wir bis zur Siegaue, das ist ein großer Park in Bonn. Und dort müssen wir abbiegen, um die zweite Brücke zu erreichen, die Südbrücke. Und über die Südbrücke kommen wir auf die andere Seite und fahren zurück bis ungefähr zu der Stelle hier vor mir. Und dann biegen wir hier ab, jetzt in dem Fall links, aber nachher wird es rechts sein, in die Siegaue. Und machen noch die Siegauenrunde, um auf die 32 Kilometer zu kommen. Und naja, am Ende fahre ich dann noch irgendwo den Akku leer. Ich habe heute einen anderen Handyhalter, das ist der hier von Bovenmanx, MNX geschrieben am Ende. Ja, der klappert deutlich weniger, der hat zwar auch dieses Metallgestänge hinten drin, aber er scheint mir ruhiger zu sein als der andere von Lambicali. Nachteil bei dem ist, man muss die Hülle mit einklemmen. Denn sonst klappert das Handy hier drin rum. So, wir sind an der Kreuzung angekommen. Hier geht es nach rechts zur Nordbrücke. So, ja, die Sonne geht unter, nachher wird es ein bisschen dunkel, ich habe keine extra Zusatzbeleuchtung bei. Ich hoffe, dass wir Komoot aufzeichnen können. Ihr seht es vielleicht, das Handy hat jetzt 10% Akku, gestartet bei 0%. Es war leer, aber meine Powerbank scheint das zu schaffen. So, hier geht es ein bisschen den Berg hoch. km/h. Das ist gut. Ja, ich muss gleich noch einmal nach der Temperatur gucken. Ich glaube, heute ist es ein bisschen kühler. Hier rechts durch die Wand
wird mein Geräusch reflektiert. Jetzt hört man die Offroad-Reifen ganz schön laut. Aber wenn das nicht ist, dann, also hier jetzt gleich, da hört man die kaum. So, wir müssen gleich rechts hoch auf die Nordbrücke. Gar kein Problem, hier hochzukommen. Ich denke mal, eine Stunde wird es noch hell sein, aber ganz am Ende der Fahrt wird es ein bisschen dunkel werden. Aber ich bin berufstätig, also habe auch nicht die Möglichkeit, jederzeit zu fahren. Ja, hier ist so ein riesen Cargo-Bike. In Bus und Bahn kein Problem, ne? Ist ja kein E-Scooter. So, jetzt fahren wir hier runter. Ich wollte eigentlich auf der Brücke gucken, wie viel Grad es sind, aber das mache ich dann gleich. Ich nutze hier schön die Reku-Bremse. Das geht sehr gut. Und jetzt fahren wir runter zum Rhein. 5 Kilometer haben wir, volle Balkenzahl. Das Scooter fährt natürlich ganz normal. Aktuell haben wir eine Temperatur von 9 Grad Celsius. Und hier links ist normalerweise kein Wasser. Wir haben ein bisschen Hochwasser. Ja, 26,8 Kilometer sind noch vor mir. 5,5 Kilometer haben wir. Wir sind am Rheinufer, stromaufwärts, in Bonn. Vorne sehe ich eine Brücke, das ist die Kennedy-Brücke. Bonn hat insgesamt 3 Rheinbrücken. Das hier ist der Teil auf dem Weg für die Fahrräder und die E-Scooter natürlich. Der größere Teil da links ist für Fußgänger vorgesehen. Ist natürlich jetzt, wenn man einen anderen Fahrradfahrer entgegenkommt, schon ein bisschen eng, deswegen weichen die meisten natürlich aus auf den Gehweg und ich denke, das ist auch okay. Ja, ich weiß nicht, ob noch irgendjemand anders in Bonn eine Hilde hat. Kann sein, dass ich hier der Einzige bin. Und mit dem Scooter fällt man ja schon so ein bisschen auf. Ich werde also einige Blickkontakte kriegen hier. Und Zentrum ist nicht mehr weit. Da vorne wird es links ein bisschen breiter. Dort ist dann so das Zentrum. So, hier ist eine Fahrradstraße. Und da sind so Poller, das heißt, hier dürfen auch wirklich nur Fahrräder fahren. Bonn hat zurzeit eine grüne Regierung. Hier rechts ist die Beethovenhalle, ein Millionengrab. Schon seit Jahren wird das Ding saniert. Ich weiß nicht, warum Konzerthallen immer so teuer sein müssen. Hier alles in Rot. Fahrrad hier, Fahrrad da. Aber hier scheinen Autos fahren zu dürfen. Auch dieses Stück von der Straße wurde für die Fahrräder freigegeben, damit der Radweg ein bisschen breiter ist. Das finde ich ganz gut. Und hier links sind die ganzen Auszugsschiffe. Moby Dick, das ist so wie ein Wal geformt. Das ist relativ markant. Ja, ich muss ja hier rechts immer den Gasdrehgriff halten. Ja, da ist nur so ein kleiner Zug. Der will immer in die Nullstellung zurück, aber davon abgesehen kann man den sehr gut halten. Gesperrt außer Fahrräder, okay.
So, da vorne geht's hoch. Ich muss aber eigentlich nach links. Und jetzt fahren wir weiter am Ufer. Ich denke, die Brücke könnt ihr noch nicht erkennen da vorne. Die sind noch so 5 Kilometer weg. Jogger auf dem Radweg, was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Da war irgendeine Bodenwelle, die habe ich gar nicht gesehen. Aber bei der Hildefederung natürlich überhaupt kein Problem. Ich kann auch mal hier rechts fahren. Bisschen offroadig. Oder mal genau auf dem Zeug hier. Ist eigentlich alles relativ egal. Ja, es ist auf jeden Fall ganz witzig, hier so zu fahren. Die Strecke habe ich mir ganz gut ausgesucht. Jetzt kommen hier rechts ein paar Hochhäuser, 4 Stück an der Zahl. Ja, hier links ist irgend so ein Kunstwerk. Wir haben gleich die 10 Kilometer. Und hier vorne ist wegen Hochwasser der Radweg gesperrt. Allerdings kommen dort Radfahrer. Deswegen fahre ich den. Weil man kann hier jederzeit rechts hoch. Falls es dann doch nicht mehr weitergehen sollte. Ja, 10 Kilometer haben wir. Von 5 Balken. Der Scooter fährt ganz normal. Wir fahren weiter und sind gleich an der Südbrücke. Die Gänse waren sehr geschillt, haben sich nicht beirren lassen. So, da vorne ist so ein Wegweiser und da muss ich nach rechts. Richtung Beuel, das ist die andere Rheinseite. Und hier gibt es auch wieder Wegweiser. Und auch den ein oder anderen Leihscooter. Ja, auf einer Fahrt, wo ich hier lang gefahren bin, da war hier kein Wasser drin. Aber wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt wieder Wasser. Wir haben einen Balken verloren. Ich wollte hier ein Foto machen fürs Thumbnail. So, dann fahren wir weiter. Soll ich mich nach rechts halten? Vor mir ist eine U-Bahn-Station, also ist eigentlich eine Stadtbahn, die fährt zwischen Köln und Bonn und manche auch nur in Bonn. Da darf ich natürlich jetzt auf gar keinen Fall zu nahe kommen. Und jetzt fahren wir hoch auf die Südbrücke. Thank you.
So, jetzt sind wir auf der anderen Rheinseite. Hier geht's schön runter. Wenn wir auch gut schnell. Der Radweg hier, der ist neu gemacht worden. Der war mal halb so breit. Der ist jetzt deutlich breiter. Ein paar Bäume mussten gehen. Natürlich wurden neu gepflanzt, aber ihr wisst, wie das ist. Gibt es ganz viele Leute, die protestieren da erstmal. Aber tatsächlich war es die grüne Regierung, die das durchgesetzt hat. Und denen war das dann auch egal. Richtig so. Hier rechts sieht man auch, wie die Bäume neu gepflanzt werden. So, hier links ist so mal ein schönes Bild mit den vier Hochhäusern. Ich fahre noch ein kleines Stück weiter und dort mache ich ein Bild. Ja, es wird ja sehr viel geredet über die Hilde und nicht immer positiv. Ich sag euch, wenn ihr jetzt tauschen würdet mit mir und ihr würdet das Ding fahren, dann wisstet ihr, warum alle die hier verteidigen, die eine haben. Es fährt sich einfach sehr, sehr gut. In Amerika soll die Hilde auch rauskommen, als Dual-Motor-Version. Und dort soll das gute 50 Meilen pro Stunde fahren. Das merkt man, dass die Geometrie des Scooters einfach sehr gut ist. Das bedeutet, dass man sehr stabil fährt damit. Ich fahre mal einfach aus Spaß hier über die Wiese. Man wird ein bisschen langsamer, aber kein Problem. Immer rüber. Egal. Und auch auf Asphalt, finde ich. Der Scooter fährt sich sehr, sehr gut. Hier ist ein Biergarten. Kann man im Sommer eine schöne Pause machen. Leider nicht nachladen. Ist die Beleuchtung angegangen. So, ich muss mich links halten. Da gibt es einen separaten Radweg. Beziehungsweise ist es ein geteilter Fuß- und Radweg. Ja, nach 15 Kilometern haben wir 4 Restbalken. Trip 114 sagt er mir immer an. Ich weiß nicht, wie man den Tripzähler zurücksetzt. Normalerweise setzt sich der Tripzähler immer zurück bei anderen Scootern, wenn man den ausmacht, aber hier bei der Hilde nicht. Und vor mir die Kennedy-Brücke. Das ist so das Zentrum von Bonn, zumindest auf der Boiler-Seite. Hier links gibt es das sogenannte China-Schiff. Das ist ein chinesisches Restaurant. Scheint aber aktuell zu sein. Da hat sich auch eine Menge Treibgut verfangen. Ach guck, hier an der Brücke haben sie ganz schön viele Solarpanels angehangen.
Ja, meine Scooter laufen ja auch fast zu 100% mit Solarstrom. So, hier vorne das beleuchtete Gebäude heißt Bahnhöfchen. Hier gab es mal eine Bahnstrecke. Da gibt es gleich auch ein Monument. Hier ist noch so eine Restschiene, so eine Schmalspurbahn gewesen. Ja, noch eine lustige Sache hier vorne an der Kreuzung, hier an der Ecke, hatte ich schon mal einen Unfall mit dem Trittbrett Paul. Da bin ich durch eine Radfahrerin, die sich einfach nur furchtbar verhalten hat, einmal gestürzt. Und auch hier haben wir einen sehr schönen Radweg, einen sehr breiten und sehr glatten Radweg. Falls jemand fragt, ich fahre natürlich wieder im Turbo-Modus. Aber sicherlich werde ich das irgendwann auch mal anders machen. Ja, ein Elite X habe ich nicht. Bin ich auch noch nie gefahren, daher kann ich da auch keinerlei Vergleiche ziehen. Aber so was die anderen so erzählen, soll ja nicht ganz so stabil sein wie die Hilde. Und genau die Stabilität, die begeistert mich aber diesen Scooter. So, es wird dunkler, ich schalte jetzt Fernlicht ein. Ich habe es ja bei mir zu Hause ausprobiert, damit blendet man jetzt auch keinen. Das ist so tief eingestellt. Ich habe einen Kommentar bekommen, es soll zwei Schrauben geben, mit denen man dieses Schild von der Hilde hier vorne lösen können soll, um das Licht vom Winkel her zu verstellen zu können. Habe ich noch nicht ausprobiert. Muss ich aber auch mal machen, denn ich würde mir das schon gerne ein bisschen höher einstellen. So, der Komoot möchte, dass ich weiter geradeaus fahre, aber hier rechts der Weg ist einfach schöner. Wir müssen nämlich dort vorne zu dem Lampen, zu der Ampel. Ja, wie man das mit dem automatischen Umplanen aktiviert, das habe ich nicht gefunden. Vermutlich geht das nur, wenn man jetzt nicht gerade die Navigation an hat. Ich hoffe, dass die 8% Restakku ausreichen werden, bis wir zu Hause sind, bis ich mir eine neue Powerbank geholt habe. Das ist von hier zum Glück nicht so weit. Um Energie zu sparen, habe ich jetzt einmal den Handybildschirm abgeschaltet. Ja, normalerweise wäre ich jetzt hier rechts gefahren. Ja, hier geht es ein Stück hoch. 18 km/h. Wir sind aber auch schon einige Kilometer weit gefahren. Ich denke so 21, 22. Ich fürchte, mein Handy wird es nicht schaffen. Ich fürchte, der Akku wird schon alle sein, wenn ich zu Hause bin. So, mein Handy hat durchgehalten. Ich habe die Route umgeplant. Und 13 Kilometer sind jetzt noch, 22 haben wir schon, macht 35.
Und das ist ja das, was ich beim letzten Mal mit der Helle geschafft habe. Wir haben noch 3 von 5 Balken. Jetzt wird es sehr dunkel werden. Aber es geht ja auch nur am Ende um die Reichweite. Ja, hier seht ihr mal die Ausleuchtung. Also mehr als 50 Meter kann ich nicht vorausschauen. Ich schalte mal um auf die normale Beleuchtung. Sieht dann so aus. Mit der Fernlichtbeleuchtung, so wird es zumindest bezeichnet, sieht man deutlich mehr. Also die 100 Lumen, die sind richtig gut. Nur halt die Einstellung dieser Lampe, die würde ich gerne verändern, dass man weiter voraus sehen kann. So, hier geht es den Berg hoch, also hier ist die 10% Steigung. Das schaffen wir jetzt noch 16 km/h bei dem Akkustand. Mich interessiert einmal, was die Tripwright-App anzeigt für den Akkustand. Deswegen werde ich da jetzt einmal nachschauen. Ja, ihr seht's, laut der Trittbrett-App haben wir einen Restakkustand von 43%. Von der Temperatur hat es sich gehalten einigermaßen. Wir haben noch 8 Grad. Gestartet sind wir bei 9 Grad. Vor mir befindet sich das Antoniuskreuz. Wir haben noch 3 Restbalken. Ich fahre mal hier so ran, dass man was sieht. So. Und weiter geht's Richtung Uckendorf. So, jetzt haben wir noch 2 Restbalken nach 24,8 Kilometern. Ja, laut der Trittbrett-App noch 37% Restakku. Ja, die Lampe zeigt's an. Wir sind gleich in Uckendorf. Nach 27,5 Kilometern erreichen wir Uckendorf. Hier ist das Ortseingangsschild. Es wäre wahrscheinlich schlau, jetzt den Weg hier rechts zu nehmen, um die Strecke ein bisschen kürzer zu machen, aber ein bisschen kann ich auch laufen am Ende. Deswegen fahre ich wie geplant über Stockholm und nicht jetzt direkt nach Kixdorf. Hier vorne soll ich rechts abbiegen. Die Blinker treffe ich eigentlich ganz gut, obwohl ich Handschuhe anhabe und obwohl es dunkel ist. Aber ich treffe sie nicht in 100% der Fälle, also ich sag mal 2/3 treffe ich. So, wir verlassen den Ort wieder. Wir haben nach wie vor 2 Restbalken und 7 Kilometer liegen noch vor mir. Falls wir das schaffen, fahre ich den Scooter am Ende natürlich auch noch leer. Ja, laut der App werden mir noch 34%, 32% Restakkustand angezeigt. Ich lasse die mal noch ein bisschen laufen, weil ich glaube, da tut sich noch was. Bleibt bei 32. Wir haben auf jeden Fall 30 Kilometer geschafft. 2 Restbalken haben wir noch. Und laut der App 32% Restakku. Ja, das stimmt mich jetzt eigentlich noch ganz zuversichtlich, dass wir hier heute einen neuen Reichweitenrekord aufstellen. So, wir erreichen gleich Kriegsdorf. Ihr seht es bei Komoot. Und damit sind wir auch wieder zurück auf der Route. 4,4 Kilometer Rest und wir haben immer noch 2 Restbalken, das ist gut. Hier ist das Ortseingangsschild von Kriegsdorf und jetzt zeige ich euch einmal das Display. Sieht erstmal ganz gut aus. Und gerade ist der 4. Balken weggegangen, also wir haben jetzt noch einen Restbalken.
Laut der Trittbrett-App haben wir noch 16% Restakku. Und 3,7 Kilometer liegen noch vor mir. Ja, laut der Routenplanung soll ich geradeaus. Ich vermute, das ist die Strecke, wo ich schon ein paar Scooter nach Hause geschoben habe. Ah ne, noch weiter geradeaus. 33 Kilometer haben wir. Noch einen Balken. Der ist noch nicht rot oder blinkt auch noch nicht. Wir haben also noch ein bisschen mehr als 10% Restakku. Und in 2,8 Kilometern bin ich zu Hause. Ich bin zuversichtlich, dass das zu schaffen ist. Aber ich glaube, viel weiter wird es nicht. Die Beschleunigung ist nicht mehr sehr gut. Habe ich gerade gemerkt. Aber wir fahren noch. Und auch noch mit Höchstgeschwindigkeit. Der Ort heißt Eschmar. Und irgendwie fahren wir jetzt die Straßen entlang. 2 Kilometer liegen noch vor mir. Und dort vorne soll ich rechts abbiegen. Ja, die Straße ist mir natürlich bekannt. Die führt dann auch in meinen Ort. Und hier vorne muss ich abbiegen. Ja, ihr merkt, die Beschleunigung, die hat sehr stark nachgelassen. Ne? Ja, wir haben auch jetzt einen Balken rot blinkend. Und die Geschwindigkeit kommt auch nochmal auf die 22. 19. 20. Oh, das sieht noch ganz gut aus. 800 Meter bis nach Hause. Das sollte eigentlich klappen. Also wir sind bei 19 km/h, ein Balken rot blinkend. Mal schauen, was die Trittbrett-App jetzt anzeigt. Ja, laut der Trittbrett-App haben wir 0% Restakku. Das stimmt nicht, denn der fährt ja noch. Ja, ich habe leider keine Möglichkeit mehr, die Spannung anzeigen zu lassen. Das finde ich ja persönlich immer sehr hilfreich. Hier beim Ortseingangsschild sind wir wieder bei 21 km/h. So, ich fahre jetzt an meinem Haus vorbei, um zu gucken, wie weit wir noch kommen. 35,9. Hier bergauf werden wir langsamer auf 17 km/h. Ich fahre den wieder leer, bis wir auf 7 km/h sind. Nach wie vor 18 km/h. Aber wenn ich jetzt anhalten müsste, dann wäre, glaube ich, vorbei. 11 km/h, 10 km/h, 9. Oh, ein bisschen geht noch. Ja, bei Komoot wurde ja auch die Geschwindigkeit angezeigt. 7,6 sind es dort gerade gewesen, 7,4. So, da hinter mir ein Auto kommt, fahre ich mal kurz auf den Gehweg. Das soll man ja eigentlich nicht machen. Einfach nur, um das Auto vorbeizulassen. So. Hier geht es bergab, deswegen funktioniert das jetzt noch. Aber wenn ich jetzt gleich nach rechts fahre, dann wird vorbei sein. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Da war einmal kurz die sechs. Vorbei. Naja, immerhin 37,1 Kilometer. Ja, das war die Bonn-Runde mit der Trittbretthilde. Mit 37 Kilometern bin ich immerhin ein bisschen weiter gekommen.
Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!